Unsere Arbeitswelt 4.0. Schnelles Internet und mobile Endgeräte haben sich als Grundbedürfnisse in unserer Gesellschaft etabliert. Der persönliche Anspruch, immer und überall online zu sein, hat seinen Preis. Reizüberflutung. Aufkommen, Qualität und Intensität der Informationen sind so groß geworden, dass wir einer ständigen Überforderung ausgesetzt sind. In einer vernetzten und digitalen Welt werden Wissen und Kompetenz auf neuen Wegen erlangt. Eindrucksvoll zeigen zum Beispiel Google und Wikipedia, dass das Sprichwort »Wissen ist Macht« immer mehr von »Ich weiß, wo ich es finde« abgelöst wird. So zeigt uns die Generation Y, wie einfach und bequem Wissen erlangt werden kann. Online und digital bedeutet gleichzeitig, sofort, immer und überall auf alles zu reagieren, zu antworten, es zu bearbeiten, mit einem stetig steigenden Zeitaufwand. Immer dann, wenn die Zeit knapp wird, versuchen wir, schneller zu arbeiten, beziehungsweise mehr Einsatz oder Kraft aufzuwenden. Wenn der zusätzliche Kraftaufwand nicht ausreicht, die geplante Aufgabe in dem vorgegebenen Zeitrahmen zu schaffen, wird entsprechend mehr Zeit in die Sache investiert. Verantwortungsvolle Aufgabenbewältigung bedeutet in diesem Zusammenhang immer, ihre persönlichen Bedürfnisse und Interessen erstmal zurückzustellen. Das kann in anderen Lebensbereichen zu Spannungen und Konflikten führen. Zum Beispiel mit der Familie, im Job oder mit Freunden. Alle Erwartungen erfüllen zu wollen, erzeugt Leistungsdruck und Stress. Um jeden Preis werden die Erwartungen der anderen erfüllt und die eigenen Interessen reflexartig hintangestellt. Wenn das Stresslevel dauerhaft zu hoch ist, können Ruhe- bzw. Regenerationsphasen nicht mehr ausreichend wirken. Je höher die Belastung, desto leerer ist die Batterie. Und umso länger dauert es, diese wieder aufzuladen. Zuerst sagt die Seele, ich bin nicht glücklich. Dann meldet sich der Körper und gibt erste Warnzeichen. Und als letztes kommt die Psyche und klingt sich aus. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Sie möchten wieder mehr Zeit für sich und die Familie haben, Ihre Arbeitseffizienz steigern, jeden Tag happy nach Hause gehen? Willkommen bei MeTime, der Strategie für mehr Lebensqualität. Impulsvorträge, Seminare, Workshops. Von und mit Thomas Graber.